und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Diese Woche möchte ich über das Thema Alkohol, Drogen und Himmels Willen, warum wirkt es so schnell reden. Klingt komisch, ist aber so. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die viel trinken oder die Drogen nehmen, weil ich muss zugeben, bei mir haut es schon die kleinsten Sachen rein wie verrückt. Also, mein erstes Mal mit Alkohol in Kontakt gekommen bin ich durch ein ungeschicktes Erlebnis mit meiner, mit Mom. Wir haben bei uns damals an der Schule immer St. Martin gefeiert und da gab es eben Punsch und Glühwein. Und ich habe den Punsch geliebt und habe dann eben wie jedes Jahr einen Punsch bestellt. Entschuldigt, es ist spät und mein Kopf macht so. Und dann auf jeden Fall war es so, dass ich den Punsch getrunken habe und dachte, okay, der schmeckt komisch, aber er schmeckt. Dann trinke ich und ungefähr dann auf der Hälfte vom Ding war ich Hacke. Ich war so betrunken, ich habe nur noch albern rumgelacht und komisch geschwankt. Und dann hat meine Mutter entdeckt, dass es Glühwein war und das war so mein erster Kontakt mit Alkohol. Ja, aber das war ja noch nicht alles, weil das war vor meinem 11. Lebensjahr und auch wenn es komisch klingt, ich habe es damals noch recht gut abgekonnt. Inzwischen ist es so, dass bei mir ein Glas Wein reicht und ich bin schon echt angeschickert, richtig. Spätestens beim zweiten Glas bin ich dann betrunken. Also richtig betrunken. Und mir einfällt, ich war mal mit jemandem unterwegs auf einer Messe oder irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Tut mir leid, ist schon etwas her. Und da war jemand, der hat Wein verkauft und der hat dann immer so kleine Becherpröbchen. Also so ganz kleine Becher mit Pröbchen und der hat dann das halbe Sortiment uns durchtesten lassen und am Ende war ich so Hacke. Oh Gott, ich erinnere mich nicht mehr viel an dem Tag. Ja, ich habe dann erst die ersten paar Jahre meines Lebens so gedacht, naja, dann vertrage ich halt nicht viel, ist halt so. Es gibt ja Leute, die vertragen viel, es gibt Leute, die vertragen wenig. Und ja, das war dann halt, ja, ist so. Dann mit 11 ist ja mein Asperger, wenn man so will, ausgebrochen und hat die Symptome so richtig gezeigt. Und dann hatte ich eben wirklich monatelang, wirklich jeden Tag furchtbare Kopfschmerzen. Also ich meine, es war wirklich von Tag zu Tag so, ich bin aufgestanden, hatte Kopfschmerzen, bin ins Bett gegangen, hatte Kopfschmerzen. Dazwischen hatte ich Kopfschmerzen, also es war wirklich nur noch in ein Kopfschmerzen-Ding hinein. Die habe ich heutzutage immer noch, aber wenn man sie so lange hat, dann kriegt man es irgendwann nicht mehr mit. Also da entwickelt man eine richtig hohe Toleranz gegenüber Schmerzen, muss ich sagen. Ich bin ja auch niemand, der, wenn sich anschlägt, sofort merkt. Da gibt es diese Geschichte, ich bin mal volle Kanne gegen eine Tür gelaufen. Was aber daran lag, dass jemand von der anderen Seite die Tür aufgemacht hat und ich gerade die Tür aufmachen wollte und dann ist die Tür an meinen Kopf geprallt. Und dann hat es wohl wirklich so einen riesen, also schon so eine Beule gegeben, sofort. Und dann hat irgendwie jeder darauf gewartet, dass ich irgendwie reagiere und dann ich so nach einer Stunde, au. Ich dachte, okay, irgendwie musst du ja sagen, dass es da was war. Oder, ja, meine Mutter untersucht auch einmal so im Halbjahr oder auch öfter mal mich von oben bis unten oder so regelmäßig, ob ich gerade irgendwo mich angehauen habe oder offene Wunden habe oder so irgendwas, weil ich es einfach von alleine nicht merke. Und damit ich da keine Infektion oder so bekomme, guckst du da schon recht gut drauf. Oder wenn ich einfach sowas merke, wie vor kurzem hatte ich diesen fiesen Pickel am Kopf hier irgendwo. Und den habe ich dann aufgekratzt und dann hat es eben geblutet. Und dann muss ich eben, sowas sage ich meiner Mutter recht schnell, damit sie auf dem Laufenden bleibt einfach. Weil sowas muss ich eher im Auge behalten, weil ich merke
ganz spät erst, wenn es richtig, also wenn es wirklich weh tut. Also bei mir muss es richtig weh tun, damit ich irgendwas merke. Oh Gott. Ja. Jetzt bin ich aber irgendwie gerade vom Thema abgekommen und wollte eigentlich erzählen, ja, ich hatte dann auf jeden Fall sehr oft sehr starke Kopfschmerzen. Und nach so 2 Wochen oder so habe ich zu Mama gesagt, es geht nicht mehr. Ich brauche eine Kopfschmerztablette. Ich habe Kopfweh. Es war dann noch das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich was anderes als so homöopathische Mittel genommen habe. Weil bisher habe ich immer, und das mache ich auch heute noch, so Globulis hauptsächlich genommen. Weil die hauen nicht rein und da wird man nicht so furchtbar Baller von. Und auf jeden Fall hat sie mir dann eine Kopfschmerztablette gegeben. Und die habe ich dann genommen und auch zu diesem Zeitpunkt war auch noch damals meine damalige beste Freundin zu Besuch. Die hat dann was gearbeitet und die hat damals keinen Computer gehabt und hat aber das 10-Finger-System lernen und trainieren müssen. Und da hat Mami eben den Computer bei ihr unten im Büro angeboten, weil ich hatte damals auch noch keinen Computer. Auf jeden Fall hat die dann da gearbeitet und ich habe eben diese Kopfschmerztablette genommen. Und dann so nach 4 Minuten bin ich echt saumüde geworden und habe mir so überlegt, was denn jetzt los ist. Also so müde war ich noch nie zuvor. Und dann habe ich mich auf jeden Fall hingelegt und habe eigentlich gedacht, okay. Also da war noch die Sonne, also da hat es noch richtig sonnengestrahlt und so. Und dann, als ich wieder aufgewacht bin, war es dunkel, also richtig zockenduster. Und ich dachte mir so, hä? Also es war doch gerade Mittag, was denn jetzt passiert? Hä? Und dann bin ich auf jeden Fall zu meiner Mutter und dann sagt die so, wieso ich, also so, hoi, bist auch wieder aufgestanden? Und denke ich so, ja, und die sagt eben, die Kopfschmerzen sind weg und alles wäre besser. Und ja, wie viel Uhr? Also ich hätte jetzt so Hunger auf Abendessen mäßig. Dann sie so, ja, du, wir haben schon so 23 Uhr. Da dachte ich mir so, als ich ins Bett bin, war es gerade mal 14 Uhr. Jetzt haben wir 23 Uhr, das sind fast 10 Stunden gewesen. Ja, dann war ich so richtig baff. Also erstmal diese Wirkung von... Dann habe ich mir auch erstmal vorgenommen, auf keinen Fall jemals wieder Kopfschmerztabletten oder so zu nehmen. Diesen Vorsatz habe ich nicht gehalten, aber auch heute ist es noch so, dass ich, wenn ich nur ganz schwache Sachen nehme, also bei mir reicht die Hälfte einer Kopfschmerztablette und ich bin weg für Stunden. Also wirklich... Dann gab es diese... Oh Gott... dann gab es diese Zeit, wo ich eben durch, ja, sagen wir es mal, die monatlichen Beschwerden einer Dame, habe ich sehr starke Bauchschmerzen gehabt und da habe ich lange Zeit, habe ich eben das Motto gehabt, aushalten. Und irgendwann bin ich dann halt in einem Urlaub, war eben, sind wir zu Bekannten gefahren und da hatte die Mutter dasselbe Problem und, entschuldigt, ich habe was im Auge. Und die hat dann mir eine Tablette empfohlen und die hat auch super gewirkt. Ich war so stoned. Ich war den ganzen restlichen, also ich war mindestens 5 Tage so dauerbekifft. Das war furchtbar. Die Tablette habe ich mir auch dann zu Hause wieder gekauft und es ist immer noch so, dass ich furchtbar bekifft von dir werde. Und es ist... Aber ich sage dann immer so, naja, lieber mal eine Woche, also ich brauche eine Tablette auf die ganze Woche drauf. Eine Woche durchgehend und ich brauche eine Tablette. Und das ist, also bei mir reichen ganz wenig für ganz lang. Ich kann, ja, von der Karte, also wenn ich jetzt mal theoretisch davon ausginge, könnte ich von einer Schmerztablette schon so mindestens 3-4 Tage, komme ich da schon über die Runden. Da brauche ich keine zweite oder so. Mhm. Ja. Und was aber auch faszinierend ist, ist die Tatsache, dass ich wiederum Alkohol recht schnell abbaue.
Also ich werde recht wirklich schnell betrunken. Also das kann so gerade getrunken, jetzt schon voll besoffen und dann 3 Wimpernschläge später wieder nüchtern. Also ich habe einen sehr starken Stoffwechsel. Deswegen futtere ich auch viel mehr als andere, weil ich eben immer mehr brauche, weil ich eben einen extremen Energiebedarf habe. Aber ich sagen muss, wenn ich das richtige Futter, dann kann ich auch mit der Hälfte auskommen. Ich trinke sehr viel Bananenmilch, das hilft sehr gut. Das hat alles, was der Körper so braucht und da kommst du schon über Stunden. Ja. Also ich hoffe, meine Nachricht ist jetzt irgendwie so durchgekommen, weil ich weiß auch nicht, wie man über dieses Thema besser reden kann. Ich sag, wie es ist, ich würde jetzt niemals härtere Drogen nehmen, weil wenn du schon von der Aspirin 2 Tage dauerbekifft bist, oder ja. Nachteil ist eben, meine Therapeutin hat mir eben für mich auch etwas stärkere Medikamente verschrieben für die Notfallsituation, wenn ich komplett überlastet bin oder irgend sowas. Und diese Teile hauen jedes Mal rein. Also da bin ich wirklich weg. Also ich möchte mich nochmal entschuldigen für das Mittwochsvideo. Aber da war ich eben, wie gesagt, unter der Beruhigungstablette und die hat reingehauen. Die haut immer noch rein. Also ich merke es jetzt an so Kleinigkeiten wie ich bin heute von Mittwoch auf Donnerstag bin ich um 0 Uhr ins Bett gegangen und bin dann um 9 aufgestanden, habe Sachen erledigt und dann habe ich aber auch gleich wieder unglaublich lange weitergepennt bis um 16 Uhr. Und ja, also ich kann gerade auch immer noch pennen. Also die Tablette wirkt immer noch. Und das ist schon etwas strange immer, wenn du so denkst, ja. Andere müssen da jeden Tag so Tabletten, also brauchen viel mehr, damit es bei ihnen überhaupt wirkt. Und ich werde schon von einer Tablette total wallah. Also auf der Verpackung stand 1 bis 3 pro Tag und ich dachte mir so, oh Gott, wenn ich da 3 nehme, dann bin ich erledigt. Also ich bin mit einer gut weggekommen. Bei mir ist Lebensmotto tablettentechnisch weniger ist mehr und bei Alkohol trink niemals außerhalb vom Haus. Also ich bin eher dieser Mensch, ich würde nie, also wenn ich außer Haus trinke, dann nur wenn ich Begleitung habe, weil ich werde so schnell betrunken, da habe ich keine Lust auf irgendwelche peinlichen Szenen und ja. Ja, dann kann ich euch jetzt ja noch erzählen, was ich noch für den Rest des Freitags plane. Das wäre dann, wie gesagt, wie jede Woche eigentlich die Sims spielen, mich ein bisschen mit meinem Hasen beschäftigen. Morgen bin ich bei meiner lieben Babette. Naja, also, ja, ich habe es schon sehr lieb. Und habe eigentlich auch noch, eigentlich wollte ich gerade sagen, morgen bin ich dann noch mit meiner geliebten Isa noch mehr beschäftigt, wahrscheinlich, weil die spielt gerade zurzeit unglaublich gern und ich spiele jetzt auch gerade gern mit ihr und da will ich mit ihr irgendwie noch mehr machen. Aber ich bin eben auch morgen noch bei meiner lieben Babette. So. Der letzte Teil war jetzt einfach ein bisschen komisch. Es tut mir leid. Ja. Ich plane auch vielleicht noch heute etwas im Fernsehen anzugucken. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja was Gutes. Ich habe keine Fernsehzeitung, fällt mir gerade auf. Naja, vielleicht schaue ich auch einfach Harry Potter auf DVD. Ich vermute, es läuft auf Harry Potter hinaus. Da kann ich sagen, was ich will. Und ich esse vielleicht noch ein paar Nudeln. Ich habe nämlich gestern noch einen leckeren Nudelsalat gemacht. Nein, Nudelauflauf. 10 Meter daneben ist immer noch daneben, aber okay. Tut mir leid, bin immer noch etwas verwirrt und müde. Und es ist spät. Nun ja, also dann. Bis zum nächsten Mittwoch. Dann sind es nur noch 2 Videos bis zum Alp. Es tut mir leid, ich freue mich da so riesig drauf und bin so gespannt. Ich zähle wirklich gerade die Tage.
Obwohl noch nicht mal raus ist, wann es rauskommt. Nun ja. Also dann, bis nächsten Mittwoch. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch auf Facebook irgendwas schreiben. Oder per E-Mail. Das wäre dann immer noch bell.riedmeier@outlook.com. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir uns bei meinem nächsten Video sehen. Also dann, ciao.